Hallo liebe YouTube-Freunde und herzlich willkommen zum zweiten Teil des 11. Kapitels von Shadowside. Abonnieren nicht vergessen, damit ihr die weiteren Folgen nicht verpasst. In der letzten Folge haben wir am Ende festgestellt, dass wir wieder mal etwas falsch gemacht haben, aber ich glaube, es gehört jetzt zur Story. Weiter geht's. Du bist tot. Hä? Inspiziere die Scheune in der Nähe des Hauses. Na, herzlichen Glückwunsch. Ist es das gleich? Also die Entscheidung, ihn zu begraben, war falsch. Okay, alles klar. Was? Es ist so eine Mischung aus verbrannt und verrottet irgendwie. Aha. Ich muss was suchen, um aufzubrechen. Wer? Hier muss da was sein, irgendwelche. Ah, man kann da sich rüberspringen. Welche Werkzeuge? Gutes Brecheisen. Altes Stück Holz. Na gut, das wäre wahrscheinlich zu morsch. Das ist komisch, ne? Das sieht ein bisschen aus wie zum Scheiterhaufen schon angehäuft. Sehr, sehr merkwürdig. Aber was ist in diesem Spiel bitte nicht merkwürdig? Ne, bin wieder hier. Dann mache ich in der Schaufel. Tatsächlich. Ich kann versuchen, das Schloss zu knacken. War überhaupt ein Schloss? Und jump. Good. Ist das ein Schloss? Ne, ist auch vollkommen egal. Wir knacken es jetzt. Das? Bunker? Schutzbunker? Empty, I didn't find anything. Okay. Zur Sicherung, gibt es irgendwo Licht? Gibt es irgendwo Licht? Geht's hier lang? Ich sollte alles untersuchen und nach einer Taschenlampe suchen. Ich sehe kaum was. Empty. Ich sehe wirklich so gut wie nichts. Achso, da. Da war was. Ich habe eine Fackel gefunden. Da kann ich jetzt hier ins Dunkel rein. Boah. Alter, ich renne. Tür, mach auf. Ah ne, links, rechts. Ich sehe gar nichts. Es Hallo, guten Tag. Fackel aus? Nicht dein Ernst, Spiel. Was denn jetzt? Ach doch, hier ein Notstrom oder was? Mach mal an. Tür zu. Eieiei. Von da bin ich gekommen.
Licht. Sehr gut. Oh mein Gott. Ah ne, warte mal. Hä? Ich wollte gerade um die Ecke strafen. Tag. Was ist das hier? Alles ein bisschen. Schlüssel? Tag 1. Ich konnte nichts mit mir anfangen. Die Stimme in meinem Kopf hat geflüstert, dass ich graben muss. Tag 10. Diese Stimme. Sie hat mir gesagt, was ich tun soll. Die ganze Zeit. Ich habe alles gekauft, was ich zum Graben brauche. Da ist irgendwas. Im Keller. Ich muss graben. Tag 24. Das Graben wird immer anstrengender und anstrengender. Ich brauche Dynamit. Tag 25. Die Polizei interessiert sich für mich und meine Ausgrabung. Sie vermuten... Nein, Quatsch. Sie fragen sich, warum ich Dynamit brauche. Ich muss sie schmieren. Tag 30. Die Polizisten gehen mir langsam auf die Nerven. Sie wollen mehr und mehr Geld, um zu schweigen. Tag 54. Ich habe Fieber bekommen. Ich kann nicht graben. Tag 101. Oh, endlich. Ich habe es getan. Ich habe was gefunden. Es sieht aus wie ein Artefakt. Tag 125. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich fühle mich richtig schlecht. Dieses Artefakt hat Einfluss auf mich. Ich hoffe, ich werde nicht sterben. Tag 145. Die Kopf sind tot. Die Polizisten sind tot. Ich bin so... No more notes. Ein paar Seiten im Tagebuch fehlen. Er hat ein krasses Artefakt ausgepackt, was ihn in irgendwas... Ach, ihn dieses Ding... verwandelt in unsere Story. Und ich fundete einen Key. Oh, Alter, muss denn dieser Sound sein? Ist hier eine Tür? Wo ist denn das? War hier eine verschlossene Tür? Finde das Artefakt, was Richard erwähnt hat. Na hoch. Oh. Ich denke, das sind die Polizisten oder das, was davon übrig geblieben ist. Um exakter zu sein. Nur Skelette. Interessant, oder ja, interessant, was mit denen passiert ist. Hat er sie gezwungen, in der Mine zu arbeiten? Das erklärt dann alles. Und den letzten Satz konnte ich jetzt nicht mehr lesen. Der war wahrscheinlich ein Hint, wie ich hier das Spiel beenden kann, vorzeitig, ohne durch diese gruselige Kerkeranlage hier zu laufen. Ich will nicht sagen, dass ich mich verlaufen habe, aber so ein bisschen schon. Warum sind jetzt die Lampen ausgegangen? Ich muss zurück und... Ja, aber wo war denn das? Als wüsste ich das jetzt noch. Also vielleicht denke ich dran in der Postproduktion. Hat es geklappt? Ja. Die Helligkeit des gesamten Videos, seit ich hier unten drin bin, etwas zu erhöhen. Ein Schlüssel. Wo war denn jetzt aber noch eine verschlossene Tür? Da waren die Polizisten. Hier war der Schlüssel. Und das hier scheint ein Schrank zu sein. Ich sehe es nicht richtig. Das heißt, ich gehe zurück. Aber von hier bin ich doch ursprünglich gekommen, oder? Achso, wahrscheinlich war hier dann aber... Nee, genau. Von hier bin ich gekommen nach dem Licht anmachen. Ah ja, einmal zwei. Was? Das ist ganz schön weitläufig hier. Sei offen bitte, lass mich weiter. Nein, zu, einmal frei. Hier geht's gar nicht lang. Na prima. Echt nicht? Mann. Ach hier. Ach so. Oh, sehr gut, sehr gut. Dynamit, interessant. Ich kann das Artefakt damit zerstören. Ich muss ein bisschen nehmen. Er kommt, ich muss mich verstecken. Ich kann...
Ja, hier in der Kiste. Ja. Crouchen. Oh Gott, reicht das? Sorry, aber ich muss jetzt auch in die Richtung, ne? Wenn er jetzt hier kommt, schreie ich euch wieder an. Jetzt ist die Tür geöffnet. Sehr gut. Also ich denke schon, dass wir hier lang müssen. Das sieht halt alles sehr, sehr gleich aus. Keine Ahnung. Aufgabe verstanden. Ich schaffe nicht zwei, ich schaffe nur einen. Dritten Versuch war das jetzt ganz leicht. Lauf! Nee, kommt nicht hier durch. Ist natürlich für so ein Rauchwesen viel zu eng, dieser Gang. Das ist das Artefakt, das ist ja riesig. Alter Schwede. Okay, ich habe Dynamit und ich werde es in dich reinstopfen. Vor dich hinlegen anscheinend. Das war's. Ich muss es nur noch anzünden. Ja, hab ich vorher mit. Habe ich. Und weg, weg, weg. Ich muss so schnell wie möglich raus. Oh Gott, da kommt. Das kann ja heiter werden.